Ja, hallo, Freunde der Gutlaune, bessere Unterhaltung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum frisch erschienenen Project A Castaway, das eigentlich als Vollversion herausgekommen ist, aber aktuell noch so ein bisschen diesen Early Access Touch hat. Zumindest sind viele Dinge, die wir damals in der Demo-Fassung gesehen haben, nicht so ganz in der Vollversion behoben worden. Aber wir fangen ganz von vorne an. Erst einmal, wie gesagt, Project Castaway ist so ein bisschen der, ich würde fast sagen, der mit einem leicht realistischen Touch zum Stranded Deep. Zumindest sieht das Ganze alles hier so ein bisschen echt aus. Also wir haben einen Survival-Simulator hier vor uns, der auch so einen Hauch von A Green Hell haben soll. Also da bin ich auch mal gespannt, was uns da vielleicht erwarten könnte. Und das Ganze gibt es für 19,99 auf Steam. Aktuell weiß ich noch nicht, werden wir gleich sehen im Spiel, ob das mit Controller funktioniert. Wie gesagt, werden alle Aspekte mal so ein bisschen aufzählen. Ihr habt in Sachen Optionen bei Steam steht, es steht nicht in Deutsch zur Verfügung, aber ihr seht hier in Sachen Sprache Deutsch. Hier sind auch sämtliche anderen Sprachen. Ich denke mal, und wie gesagt, als kleines Review muss man es trotzdem irgendwie mal zusammenfassen und auch mit reinnehmen. Ich denke mal, es wird in den nächsten Wochen und Monaten dann auch dementsprechend mit einem Update versehen, dass auch alles hier komplett auf Deutsch ist. Ich finde es so ein bisschen schwach, weil wie gesagt, die Demo-Fassung ist schon einige Monate her. Jetzt haben wir die Vollversion und irgendwie haben wir keine anderen Sprachen außer Englisch. Also gefühlt ist alles hier auf Englisch. Wir gucken gleich mal, wie es im Spiel aussieht. Ihr seht zwar hier an den Seiten neues Spiel, weitermachen, das immerhin auf Deutsch, aber hier ansonsten Dev Updates, hier ist nichts anderes und nichts Neues. Also so viel dazu. Controls kommen wir gleich, ob es dann hier alles auch mit dem Controller funktioniert. Ansonsten die Grafikeinstellung, ich habe jetzt mal soweit das höchste mal gemacht und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Aktuell sind die Bewertungen ausgeglichen, gucken wir also mal, ob es dem entspricht, ob es schlechter oder sogar gar besser ist. Die Demo-Fassung hat mir persönlich ganz gut gefallen, weil es wirklich diesen Charme von Stranded Deep besitzt, aber halt, wie gesagt, ein bisschen authentischer hier und da wirkt. Aber wie gesagt, gucken wir uns einfach mal an. Die Hauptstory ist, glaube ich, die, und es wurde auch ein bisschen bemängelt bei einigen, ist, wir suchen unseren Onkel. Der ist, ja, seit ein, zwei Tagen vermisst und den suchen wir. Und da machen wir uns auf den Weg, ihn irgendwie zu finden und stranden denn hier auf dieser einsamen Insel. Also, legen wir los. Searching for my uncle, Seamus Alivery. He was more than just family. He was my hero. He worked as an on-site researcher and archaeologist for Mordenpohl Inc., a company with a reputation that's as murky as the waters we're flying over. The last time we spoke, he told me he was heading to the site of the legendary Golden Horizon, a place that's shrouded in mystery and danger. I begged him not to go, but he felt he had no choice. My mother is sick, and my father's been gone for years. I think Uncle Seamus took that job because he felt responsible, like he had to take care of us. But now he's been missing for 14 months, and Mordenpohl's giving me the runaround. The police have been no help either, so I've decided to take matters into my own hands. I found a set of coordinates in his home office, clues to where he might have gone. My plan was to start in the Caribbean and work my way to the Pacific. But now, I'm not so sure I'll make it. If this is the end for me, please, let it be known that Seamus Alivery was a good man. He didn't deserve whatever happened to him. And if I don't make it, someone out there, please, continue the search. Okay, alles klar. Also unser Onkel ist 14 Monate vermisst. Gut, das ist ja schon ein bisschen was anderes und... Eieieiei. Ey, mir geht's immer so, wenn ich fliege, denk mir so, hoffentlich halten wir uns in der Luft. Hier ist es nicht der Fall. Swim to the close shore, alles klar. Ich glaube, ja, wir können mit dem Controller spielen. Das ist schon mal gut. Mal gucken, wie das Overlay natürlich ist. Ob das Ganze halt als Controller abgebildet wird. Ah, da ist die Insel. Da ist unser Schiff. Da. Au revoir, Schiff. Au revoir. Gut. Okay, also Onkel ist vermisst. Also jetzt macht die Geschichte aber auch ein bisschen mehr Sinn. Also wie gesagt, ich habe mir ein paar Kommentare angesehen.
unser Onkel wird seit 14 Monaten vermisst. Er hat uns auch gesagt, nach was er genau sucht und wo und wie, also beziehungsweise nach was er genau sucht. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir leider auch keine Familie haben und unser Onkel unser nächstliegender Verwandter ist, dass wir uns auf der Suche machen wollten nach ihm, um ihn zu retten. Und jetzt sind wir in eine Bredouille geraten, haben selber eine Nachricht dagelassen, unser Schiff ist gesunken. Eieieiei. Gut, alles klar, es geht los, meine Damen und Herren. Was haben wir hier? Ein Stein. Den nehmen wir auf. Ah, sehr schön. Ja, Interface ist auf alle Fälle auf dem Controller abgebildet. Das ist... Ah, eine Krabbe. Drop, Smash. Was ist Smash? Komm her. Ja, fang. Ach, schade. Was haben wir hier? Broken. Ach so, okay. Dafür brauchen wir irgendwas. Oh shit. Gut. Was haben wir gelernt bei Survival of the Fittest? Ich hab keine Ahnung. So, wir gucken uns erstmal hier um. Was finden wir hier alles? Wir haben Kacke. Was ist das, Kacke? Okay, das scheint mir wie Kacke zu sein. Stöcke haben wir. Manche meinten, dass auch so ein bisschen die Materialien, um etwas zu bauen, teilweise ein bisschen skurril sind. Also zum Beispiel, ich glaube, was waren das gewesen? 5 Stöcke, ein Speer? Keine Ahnung. Okay, das machen wir erstmal so. Wir müssen mal kurz gucken. Wo finden wir denn jetzt hier was? So, Backpack. Ah, genau. Stimmt. Ach, das war so cool gewesen hier, genau. Nee, alles gut. Hand? Ah, guck mal, hier können wir uns ein bisschen so durchblättern. Feuer, also wir brauchen natürlich erstmal Feuer. Small Sticks. Ein Campfire, da brauchen wir Steine. Und erstmal ganz wichtig, da gehen wir mal hier rauf. Wir brauchen... Ach, Forest, genau, so Forest oder... das war auch nochmal bis als Beschreibung gewesen. Wir brauchen auf alle Fälle Large Cedar, beziehungsweise wir brauchen erstmal Palm. Achso, und wir brauchen, was natürlich auch wichtig ist, wir brauchen, glaube ich, eine Axt. Erstmal sollten wir vielleicht mit Werkzeug anfangen. Axt, Granitschad, okay. Rope. Stone Axt, Stein, Rope, okay. Kriegen wir hin. Ein Ventilator. Okay. Ein Vogel. Ein Vogel, ich krieg dich. Oh, der macht gar nichts. Gut. Ach du Scheiße, was ist das? Das ist nicht gut. Da ist ein Feind. Okay. Es ist ein Feind. Hallo? Na du? Ach, nö. Du hast Angst vor mir. Das ist schon mal sehr gut. Gut. Oh, wir haben eine Flasche erhalten. Warte mal. Wo ist denn was? Nee, das wollte ich nicht haben. Kein Pfeil. Was ist das hier? William Stutter, I am William Hargrove, a sailor apart, ja, alles klar. Gut, lesen wir nachher. Ich muss erstmal überleben. William. So, hier haben wir sehr viele Stöcker, das ist schon mal sehr gut. Close. Ah, ne, erstmal. Hier, was ist das hier? Okay, wir haben schon mal ein paar Krabben hier, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Stöcker. Okay, ich kann nicht mehr Stöcker tragen, das ist schon mal doof. Backpack. So. Verdammt. Eine Einführung generell wäre nicht schlecht gewesen, wa? Achso. Ist es so tendenziell vielleicht möglich? Ist bestimmt irgendwie möglich, ich finde es aber nicht. Es gibt ja auch keinen richtigen Hinweis darauf. Mira, die einfach mal so rauszunehmen? Ich weiß, es ist immer schwierig. Wäre aber nicht schlecht.
weil ich will mich beeilen, bis es Nacht wird. Gut, wir packen die erstmal dahin und gucken uns weiter um. Seestern. Seestern sind nichts Gutes. So. Ein paar Steine. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir die Steine irgendwo kaputt machen? Ach du Scheiße. Das Viech ist aber ein bisschen größer. Okay. So sicher scheint sie doch nicht mehr zu sein. So. Dann nehmen wir uns noch mehr Steine. Also eigentlich brauchen wir erstmal, boah, keine Ahnung, was brauchen wir zuerst? Eigentlich brauchen wir sowas wie eine Axt. So. Achso, hier war auch das Coole gewesen, wir konnten mehrere gleich nehmen. Das war das Coole gewesen hier. Gut, eine Axt. Journey. So, Hammer. Stone Shard. Also wie gesagt, da brauchen wir einen gebrochenen Stein. So, das Viech tut mir glaube ich nichts. Oh, guck mal, da geht die Treppe hoch. Das tut mir nichts. Oh, was haben wir denn hier? Aha. Oh, wo geht's denn da oben hoch? Weißt du, ich kann da jetzt einfach ohne Alm irgendwie da lang gehen? Hochgehen? Materialien finden? Ich mach's einfach. Mir bleibt da nichts anderes übrig. Gestrandet. Was bist du denn? Das hört jetzt hier nicht an, oder? Ah, springen wir hier. Und rennen wir wahrscheinlich hier, genau. Oh, hier sind mehrere Inseln. Also, wie gesagt, ein bisschen Equipment wäre nicht schlecht. Also, ich glaube, hier ist jetzt nix. Also, wenn man ein Spiel beschreibt mit... Oh, verdammt. Was war das denn? Was war das denn? Ah, ein Hai! Ah, ich hasse Haie! Ja, my health is low. I know. Weg da, ich muss sterben. Ich suche meinen Onkel, denn mein Onkel ist schon mittlerweile seit ein paar Tagen weg. Also suche ich ihn. Aber wir sind in einem Sturm, in einem Flugzeug. Und ich weiß nicht, wohin es gehen soll. Aber mein Onkel ist halt mein Held, also suche ich ihn. Denn er war für mich immer ein Riesenvorbild. So sehr. Denn er würde nach Golden Dingsabumster. Und ich fliege meinen Weg. Und falls mich jemand hier tot aufliegen sollte, sagen Sie bitte, mir geht's gut. Warte mal, vielleicht schaffe ich da aus dem Flugzeug noch was zu holen. Warte mal. Flugzeug? Es brennt. Okay, gut. Nix. Gut, also auf ein neues. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ah, warte mal. Ah, wie schön mal. Oh, verdammte Scheiße, das ist ein Hai. Wie schön mal zu der Insel. Die war sehr weit weg gewesen. Vielleicht lässt mich der Hai auch in Ruhe. Aber die kenne ich aus der Demo-Fassung. Du bist halt, wie gesagt, schön to the closest shore. Boah, ja, du, wird schon passen.
Close genug ist es. Ja, wir müssen jetzt auch hier weiter schwimmen. Also, wir waren nicht gewesen. Könnten wir den Stein einfach so spalten? Also, es hat ja ein paar Aspekte gehabt, die wir sonst nicht so kannten. Wir müssen mal gucken. Bei Silent Deep war es immer so das Ding gewesen, da konnten wir jeden einzelnen Schritt quasi machen. Stein quasi zu einem Messer machen und dann konnten wir andere Sachen. Also, wir müssen mal gucken. Auf alle Fälle gehe ich nicht nochmal zum Turm dahin. Das war ja keine Ahnung, was das war. Das war wahrscheinlich so ein Spukturm gewesen. So, haben wir geschafft. Hahaha. Also, ich kann von überaus starten, das ist auch nicht schlecht. So. Ja, Bodytemperatur ist schlecht. Wir müssen jetzt mal gucken, wie machen wir so einen Stein kaputt. Ah ne, das ist scheiße. Ja, super. Vielleicht gleich nur Häufchen hier. Warte mal, hier. Ah! So war das. Geil. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es auf dem Controller auch die Taste? Geil, okay. So, Stecker. So, jetzt ist nochmal hier rauf. Das allererste, genau, wir brauchen Seil. Okay, ich hab schon Seil gehabt. Jetzt geht's ab. Jetzt wird gemetzelt. Komm her. Komm her! Tut mir echt leid, wa? Aber... Hm? Ah! Ja! Oh, verdammt! Fucking Skorpion, Alter! Son of a bitch, ey! Ich hab keine Angst vor dir gehabt. Ich hab nur Respekt. Oh, geil, guck mal. Alter, verfolgst du mich jetzt? Okay. So, hier werde ich mein Lager aufschlagen, solange der Skorpion hier nicht in der Nähe ist. So, die kann ich hier aber nicht aufsammeln. Das ist natürlich auch kurios. Also heißt es Bäume fällen. Regel Nummer 1 in der Wildnis, Bäume fällen. Regel Nummer 2. Lass die Skorpione in Ruhe. Gut. So, die packen wir jetzt erstmal hier hin. Nein, ah, den wollte ich nicht wegschmeißen. So. Und hier. Okay. Gut. So, wir brauchen Lagerfeuer und einen Unterschlupf. Und dann können wir uns mal hier in der Insel umgucken. Ich würde sagen, dass wir einmal rumlaufen. Dürften schon Gefahren genug dabei sein. Ich habe mal das Gefühl, egal was man macht, das bringt einfach ja nichts. Ey, ist mal ernsthaft. Was ist denn hier los? Komm. Boah, alter Falter, das war ja brutal. So. Ja, ein paar Palmblätter. Die kann ich, glaube ich, gut gebrauchen. Und dann noch den hier. Den hacken wir auch noch klein. Hier wenigstens einen Unterschlupf haben mit Überdachung. Und ein Bett. Und wie gesagt, ein Feuer brauchen wir auch noch. So, am Anfang können wir uns noch so ein bisschen, aber nur so ein bisschen von Kokosnüssen ernähren. Ah. Kacke.
Das sind ja so viel Kacke. Oder sollten Indiz auch mitunter sein, dass vielleicht hier Feinde sind? So. Lass aber ganz kurz mal gucken. Journal. Jetzt geht's nämlich danach. Erstmal im Bett. Ein hohes Bett. Warte mal, hier, perfekt. Müssen wir mal gucken. Ach, das wollte ich jetzt hier nicht wegschmeißen. So, wir müssen eigentlich wie bei Sven und Dieb nur in der Nähe bleiben. Ah, look at this. Rotation. So. Noch drei. Oh, das passt sogar perfekt. Sehr schön. Okay, noch zwei. Geil. Läuft. So. Oh, verdammt. Ah! Ah! Was bist du denn? Hahaha! Ja, komm her! Boah. Kill them softly! Ja, scheiß drauf, ey! Sorry, du musst daran glauben, wa? Wo denn? Oh! Alter! So, nee. Immer noch nicht. Alter, wie überlebst du denn? Na gut, okay. Ja, okay, scheiß drauf. Nee, doch nicht, komm jetzt her, Mann! So. Oh. Na länger. Oh, ich würde keine Raubtiere anziehen. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Bett. Normales. Das heißt, wir werden nochmal so ein Bäumchen fällen. So, wo sind die Palmblätter? Die sind mir ja gerade jetzt ein bisschen wichtiger. Aber das wir auch machen können, warte mal. Das mal hier so hinschmeißen. So. Okay. Das müssten hier irgendwo die Palmblätter aber sein. Ah, hier. Yeah. Oh, scheiße. Ich kann zwar jetzt meine Axt verloren, aber ich müsste jetzt alle Palmblätter zusammen haben für ein schönes Bettchen. Ich würde mal eins ist nämlich noch hier. Ich brauche nämlich nur sechs. Ja, sehr gut. So. Das packen wir mal jetzt hier rein. So. Bisschen seitlich. Okay. Jetzt holen wir unsere Palm. Manchmal ist kurios. Die wiegen jetzt nicht die Welt. Wir hätten jetzt auch ein bisschen mehr mitnehmen können. So. Und hier einmal rein. Okay, sehr schön. Wir haben schon was zum Schlafen. Jetzt brauchen wir was für Feuer machen. Das heißt, wir gehen mal hier rauf und werden mal in Sachen Feuer was vorbereiten. Sagen wir mal hier hin. Dann brauchen wir, das können wir wie gesagt alles schon mal vorbereiten. Ach so. Ah, hier hin. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt sammeln. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir denn schon eine neue Axt nochmal bauen können. Okay. Was habe ich eigentlich überhaupt? Nur Scheiße.
Wer fliegt aber auch mit nur Orange Juice los? Ach, egal. So, wie kriegen jetzt so ein Seil her? Aber es sind wenig Materialien, alter Falter. Jetzt haben wir hier nur die Scheiße auf, ey. Aha. Hier werden Kartoffeln angebaut. Ha! Ha! Baby, die sind ja bestimmt giftig, oder? Schon ziemlich hardcore. Es gibt sogar noch die Schwierigkeitsstufe Hardcore. Ist das ein Mistvieh, Alter? Oh ne, das ist so ein Riesenteil. Ich hab dich zu verteidigen. Ah, er sieht mich nicht. Denn er ist dumm. Ja, ich hab Hunger. Ich würde auch gerne was anderes machen. Was soll ich machen? Ich sollte ja wirklich nicht anfangen, hier noch weiter in den Wald reinzulaufen. Alter, ich finde hier nur Scheiße. Wow, ein bisschen Holz. So, was haben wir denn jetzt hier nochmal? Okay, jetzt kann es abgehen. Was braucht ich denn eigentlich doch mal Stöcker, wa? Ja, ist so dunkel, ist natürlich. Ist ja auch klar. Okay. Gut, dann heißt es heute einmal, ohne Essen ins Bett. Wie damals. Ah, wir haben schon mal 4 Steine gefunden. Eigentlich habe ich ja noch mehr Steine. Mein Rucksack ist zwar zerbrochen, aber ich könnte ihn gerne zusammenkleben. Ist aber geil, dass der eigentlich so nah hier an meinem Lager ist. Ist das ein Skorpion oder was? Ach ey, leck mich doch. Okay. Gut, einmal schlafen. Gut, dann drücken wir mal jetzt auf Sleep. Aber schöner ist das Wetter aber auch nicht geworden, wa? Okay. Das hat mich jetzt nicht satt gemacht, aber auch egal. So, ich brauche noch Steine, 2 Stück. Kokosnuss, stimmt, das haben wir ja auch noch. Kann ich jetzt einfach so essen. Ach komm, hier Fleisch, ich brauche Fleisch. Du gingst aber schnell tot. Bin der Meisterkiller. Eine Krabbe. Ach, scheiße. Das ist ein Stein, wa? Sehr gut. Holz. Stein. Kein Stein. Brauche noch einmal Stein. Da brauche ich bestimmt ein Feuerzeug. Das war eine Frage. Achso, und das Smash will ich jetzt nicht machen. So. Ach, 2 brauche ich noch.
kackt mir aber auch den ganzen Strand hier voll. Oh, was ist? Ha! Spacko. So. Stein. Essen habe ich ja genug. Das muss halt nur mal gebraten werden, wa? Also ich finde persönlich jetzt nochmal, wir werden jetzt auch nicht hier stundenlang jetzt spielen, das Reinkommen ist brutal. Muss man echt mal so sagen. So, ich hoffe jetzt, es reicht aber, dass jetzt hier nicht doch nur irgendwie was Extravagantes machen muss, um ein Feuer zu erzünden. Wie gesagt, schon mal die halbe Miete. Wäre nur Unterschlupf. Eine Schlafgelegenheit. Jetzt braucht man nur noch ein Feuer. Dann können wir quasi den Tom Hengst machen. So. Okay. Ah, ja, come on. Ja, zieh. Komm! Ja! Feuer! Ich glaube, Feuer gemacht. So, was kann ich jetzt machen? Ah, 8 Stunden hält das jetzt, okay. Was war denn der Scheiße? Ah. Kann ich jetzt essen? Wo ist es jetzt? Hier. Ah. Sehr gut. Oh. Okay, Freunde, wir haben es soweit schon mal geschafft. Ach, ey, leck mich, was ist jetzt los? Mann, was ist denn bitte? Weil es regnet? Oh, weil es wahrscheinlich regnet, wa? Leck mich doch am Sack. Ah, der muss sterben. Obwohl, warte mal, wir haben hier nur ein bisschen Fleisch. Ah. Ah. Geil. Okay, jetzt musst du erst recht sterben. Es tut mir leid, wa? Aber die letzten Nahrung und Getränkequelle. Ja, ich weiß, ich bin hungrig. Das will ich auch gerade jetzt ändern. Guck mal hier. Nein. Scheiße, wo bist du? Du bist schon ein kleiner Wichser, weißt du das eigentlich? Also ich liebe Tiere, aber das war jetzt so ein Arschloch, war ein richtiger Arschloch-Move gewesen hier. Du, ich find irgendein Artgenossen von dir, der muss schon dran glauben. So, very tired. Ach, guck mal hier. Nein! Was hab ich denn jetzt gemacht? Ah, gut, okay. Geil. Der kleinere wäre nicht schlecht gewesen wegen dem Panzer. Huh? Da bist du ja wieder. Tut mir leid. Jo. Sehr geil. So. Oh yeah. Gut, Freunde, machen wir uns jetzt mal ein schönes Feuer. Der Ring hat jetzt auch aufgehört, immerhin. So, packen wir mal hier hin. Wir können uns ja schon mal so ein Stück Fleisch hier nehmen.
So, jetzt müsste es aber klappen. Ich glaube, es war wirklich das Problem nur gewesen, dass es geregnet hatte. Ja. Puh, geil. Oh, wird früher Morgen. Wird aber auch merkwürdig schnell hell und dunkel, wa? So, wie gesagt, trinken. Wir sind ja dafür abhängig, dass natürlich es irgendwann hier regnet. So. 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 Gut. Können wir es auch irgendwie ausmachen? Na gut, okay. Ist es schon? Nein! Was machst du denn da? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. So, das habe ich jetzt hier gekocht, war ja. So. Ha. Gut, Freunde, kleines kurzes Fazit. Es ist, das habe ich auch in der Demo fast schon gesagt, mir hat es ja persönlich schon Spaß gemacht, einen guten Eindruck gemacht. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen der reifere, schwere Stranded Deep, obwohl Stranded Deep sowieso auch schwer ist. Was mir halt auffällt, ist, obwohl wir nicht mal Hardcore spielen, also nicht mal die schwierigste Stufe, ist es doch hier alles sehr, 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 sehr schwer. Also das muss man echt mal sagen, es ist doch ein bisschen merkwürdig, hier reinzukommen. Oh, wir haben Parasiten wahrscheinlich jetzt. Naja, gut, okay. Dementsprechend, ja, muss man sich erstmal hier ein bisschen herantasten, heranwagen. Aber ich glaube, mit ein bisschen Feingefühl geht das alles, Freunde. Ich würde mal sagen, das war's gewesen. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Ich töte noch den hier, der nervt mich schon die ganze Zeit hier. Auch wenn es keine gute Idee ist, aber ist mir egal. Komm her, mein Freund! Ja! Oh. Stimmt, der hatte irgendwann Angst gehabt. Komm! Okay. Gut, geil. War relativ easy gewesen. Gut, Freunde, das war's gewesen, wa? Dangerous Lows, okay. Very tired, go to bed. Ich würde aber erstmal sagen, es war erstmal noch eine Kleinigkeit und dann geht's ab. Also wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung, guckt euch da gerne mal um, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen und hören wir uns. Ich packe jetzt hier noch ein bisschen was drauf. Oh, es fängt wieder an zu regnen. Das ist natürlich jetzt gerade semi-cool. Aber egal, das Gute ist für uns jetzt, wir können ja immer trinken. Das ist schon mal sehr gut und dann können wir uns einfach mal kurz schlafen legen. Dementsprechend können wir einfach mal, komm, schlafen wir mal unsere 3 Stunden hier, dann wird es bestimmt auch aufhören. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Muss ich irgendwie Kacke machen oder was? Das dränge ist immer noch oder was? So, schön. Jetzt gibt's gleich wieder Fleisch. Also wie gesagt, und achso, ganz kurz mal, und was ich euch empfehlen kann, wirklich, diese komische Schildkröten sammeln, weil dann könnt ihr auch trinken. Das ist geiler. Also, macht das mal. Trinken haben wir jetzt erstmal genug. Fertig gekocht. Fertig gekocht. Und dann können wir nämlich hier richtig schön uns jetzt hier schmecken lassen. So, sehr schön. Freunde, das war's gewesen. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.